Hallo, mein Name ist Marvin Müller, ich bin 17 Jahre alt und ich mache hier bei der Unternehmensgruppe Fischer eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker in Fachrichtung Formtechnik. Ich war schon immer von der Technik begeistert und im Rahmen verschiedener Praktikas habe ich gemerkt, dass mir der technische Bereich Freude bereitet und meine Interessen für dieses Berufsbild wurden geweckt. Außerdem haben mich die verschiedenen Fertigungsmethoden im Bereich Metalltechnik sehr beeindruckt. Dazu gehört das Fräsen, Drehen, Flachschleifen und Erodieren. Des Weiteren verfügt ein Werkzeugmechaniker über Kenntnisse der Eigenschaften und Technologien des Werkstoffes Metall. Und nun werde ich euch meinen Ausbildungsberuf zeigen. Im ersten Ausbildungsjahr absolvieren wir eine Grundausbildung, bei der wir in der Lehrwerkstatt eine Presse fertigen. Dazu gehört in den ersten Wochen vor allem das Feilen und später auch das Drehen und Fräsen. In der Zeit, in der wir in der Lehrwerkstatt sind, lernen wir außerdem die NC- und CNC-Technik kennen und bekommen Schulungen in der Steuerungstechnik. Die Abkürzung NC steht für Numerical Control. Dies heißt im Deutschen, dass die Maschine numerisch gesteuert wird, und CNC steht für eine frei programmierbare, computergesteuerte Werkzeugmaschine. Vor der Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2 kommen wir noch einmal mehrere Wochen in die Lehrwerkstatt zur Vorbereitung und Durchführung der Prüfung. Als Werkzeugmechaniker besuchen wir beispielsweise den Sondermaschinenbau, die Kunststoffproduktion, die Werkzeuginstandhaltung und auch den Werkzeugbau hier an unserem Automotive System Standort in Horb. Und den will ich euch jetzt zeigen. Kommt mit! Hier im Werkzeugbau werden Werkzeuge für die Produktion der Fischer Befestigungssysteme, Fischer Automotive Systems und Fischer Technik geplant, konstruiert und gefertigt. Auch die Wartung der Werkzeuge ist ein Bestandteil der Aufgaben des Werkzeugbaus. Hier bin ich gerade dabei, ein Werkzeug für eine Spritzgussmaschine zu warten. Das heißt, die Werkzeuge werden auseinandergebaut, gereinigt und wenn nötig repariert. Mit diesem Werkzeug werden die qualitativ hochwertigen Fischer Kunststoffdübel gefertigt. In der Ausbildung zum Werkzeugmechaniker wird man an mehreren Standorten eingesetzt. Neben unserem Stammsitz in Tumlingen und den Automotive Systems in Horb komme ich beispielsweise nach Salzstetten zur Fischer Technik. Vorrangig werden die Werkzeugmechaniker nach ihrer Ausbildung im Werkzeugbau und in der Werkzeuginstandhaltung eingesetzt. In der Ausbildung bei Fischer werden zusätzlich auch viele Projekte von uns Auszubildenden organisiert, welche die Teamfähigkeit fördern. Ich habe zum Beispiel mit einer Mitauszubildenden das Projekt Mitmachen Ehrensache organisiert. Jede Woche haben wir Werkzeugmechaniker 1,5 Tage Berufsschulunterricht an der Heinrich-Schickert-Schule in Freudenstadt. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Bei guter Leistung ist es jedoch möglich, diese auf 3 Jahre zu verkürzen. Zusätzlich kann man bei sehr guten Leistungen neben der Ausbildung die Fachhochschulreife berufsbegleitend erwerben. Dies bedeutet, dass man zusätzlich jede Woche einmal abends sowie alle 2 Wochen einen ganzen Tag zusätzlich den Fachhochschulunterricht besucht. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick gewinnen, denn die Ausbildung bei Fischer ist nicht nur abwechslungsreich, sondern sie macht auch jede Menge Spaß.